Hallo, wie geht's? Ich bin Marcel, mache hier am Horizon Forward West weiter. Los geht's. Wir müssen hier zurück zur Basis. Mit allerdings. Einmal schnell Reise ziehen. Findet ihr nicht auf, dass die Alten komisch aussahen? Wie komisch. Ihre Kleidung. Da, ja. Willkommen zurück. Aloy, ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Okay. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elizabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Tauft ihr? Baal, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Hey, das ist sogar schwierig mit. Ja. Warte. Komm her. Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein in eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Damit du hast drei Antworten. Überlege dir die Chance stehen. Ich beschütze dich oder fass mutig und mein ganzes Herz beschütze dich. Baal und ich werden auch bei Gemini sein. Ich beschütze dich. Sobald wir Hephaestus haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Sicher.
Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta. Lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Sie hat aber den Dings gehabt, was genau wie er heisst, was sie beschützt hat gehabt. Aber ihn. Sie hat aber ihn gehabt, genau. Beta. Du bist nicht kaputt. Beta. Schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen. Na, Rost. Und trainiert, war aber nie liebevoll. Oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Hab ich das geschafft? Hä? Frag doch was nach. Okay. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich geh mit. Fast gleich aus, ne? Du sagst, du willst mich beschützen. Bis auf Doges Trau ähnlich. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Sinis uns finden. Ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. Versprochen. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Ja, tipptopp. Sie können Mut machen, Ehre. Aloy, wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Hey, ruf. Sei bereit. Sei gegrüßt, Aloy. Hallo, Aloy. Hey, Gaia. Hey, Gaia. Also, Beta und ich, du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten,
freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja. Ich denke, beide sind ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir das Abo da. Tschüss zusammen.